Der Wonnemonat Mai zieht ins Land. Die Winzer der österreichischen Traditionsweingüter öffnen ihre Kellertüren und laden zur 21. Tour de Vin. Die Tour de Vin ist eine Veranstaltung der österreichischen Traditionsweingüter. Es ist eine Winzervereinigung von 31 Betrieben im Donauraum. Die Veranstaltung hat eigentlich den Sinn und Zweck, dass wir unsere Weinliebhaber, unsere Kunden zu den Weingütern holen und ihnen die Möglichkeit geben, mit den Winzern zu plaudern, die Keller zu besichtigen und natürlich die Weine des letzten Jahrgangs zu verkosten. Die gemeinsame Philosophie der Traditionsweingüter ist einfach die, dass man sagt, wo kommt der Wein her? Die Herkunft ist uns wichtig, dafür stehen wir. Es steht jetzt gar nicht so im Vordergrund, ist der Wein leicht oder ist er kräftig, sondern wo wächst er? Die Tour de Vin bietet den Besuchern eine Menge an Zusatzveranstaltungen, zum Beispiel eben Vertikalverkostungen, Verkostungen von älteren Jahrgängen in diversen ausgewählten Betrieben. Also die Jahrgänge differenzieren sich natürlich sehr stark, weil sie beeinflusst sind durch das Wetter in erster Linie und natürlich vielleicht auch durch die Ausbauart des Winzers und natürlich auch die Lagerfähigkeit der Weine, wie sich eben dann verschiedene Weine aus verschiedenen Jahrgängen auch entwickeln. Also es gibt, dass Betriebe Weine präsentieren, die es überhaupt nicht regulär gibt, also quasi irgendwelche kleinen Testchargen, ja. Oder bei einem anderen Kollegen gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, einen und den gleichen Wein aus verschiedenen Jahrgängen einmal mit Naturkork, einmal mit Schraubverschluss zu probieren. Ist auch ganz interessant. Die Tour de Vin ist aber nicht nur ein Fest für Weinliebhaber, sondern auch für die ganze Familie. Es gibt eine Kinderbetreuung. Für die etwas Größeren gibt es Traubensaftverkostungen zum Beispiel. Abseits der Weingüter wird auch angeboten, Weingartenwanderungen zu unternehmen. Es gibt in den verschiedensten Weingütern gibt es Kellerführungen. Bei den Segway-Touren wird in der Gruppe durch die Weingärten geschwebt. Der Segway ist ja ein modernes Fortbewegungsmittel auf zwei Rädern, das auch die Erkundung der Region auf eine ganz spezielle Art und Weise erfahren lässt. Ein weiteres Highlight der Tour de Vin ist die Magnum Party im Kloster Und in Kremsstein. Also die Magnum Party ist für die österreichischen Traditionsweingüter ganz ein wichtiges Event, weil man nach einem sehr intensiven Verkostungstag einfach entspannt in einer ruhigen Atmosphäre für Jung und Alt die besten Weine aus der Magnum verkosten kann. Das Entscheidende ist, dass aus der Magnum die Weine besser altern, besser reifen können und dadurch ist die Magnum auch eine besondere Weinflasche. Und uns ist auch ganz wichtig, dass der Wein im Mittelpunkt steht, natürlich mit einer guten Musik, dass das eine Veranstaltung ist, die junge Leute anspricht, aber wo jeder willkommen geheißen ist, einfach um unsere Weine zu verkosten und um den Abend gemütlich gemeinsam mit den Winzern ausklingen zu lassen. Und wie gefällt den Besuchern die Tour de Vin? Also ich komme aus Schweden, aus Stockholm, und ich finde die Veranstaltung sehr, sehr schön, dass man so viele Weine probieren kann und so viele Menschen treffen kann. Mein Freund ist Winzer und deshalb bin ich hier. Ich finde es sehr schön von der Stimmung her, auch das Ambiente da ist einfach nur toll. Und die ganzen Winzer kennenzulernen und hier die Weine zu probieren, ist einfach super. Leute treffen, Wein trinken, gute Weine verkosten und mit guter Musik, Live-Musik. Absolut empfehlenswert.